Und weiter geht's. Wir schlagen nun die Schlacht im Blutkieferwald. Gegen Richter, ja, ich weiß, Mund und seinen Verbündeten Hans von Zander. Zanger, Heiliger, ich muss mir echt abgewöhnen, hier ständig die Namen zu verarschen. Aber die geben mir immer so gute Vorlagen. Es tut mir leid. Also gegen Richter Weißmund und Hans von Zange. Alles klar. Und ja, wir legen los. Das Imperium muss also nun gegen die eigenen Brüder ums Überleben kämpfen. Innerhalb der Grenzen des Imperiums selbst. Wir müssen auf der Hut sein, denn im Blutkieferwald lauern schlimmere Mächte als nur Verräter. Huiuiui, war das schnell diesmal. Come, men! It seems Todbringer sends his midden wolves across the Reich to test our mettle. He seems to think that since my father's death, Reichland is weak. And we cower under our beds waiting for these Ulrich worshippers to save us from our woes. I say we Reichlanders are more than capable of defending ourselves. I say we show Todbringer's mongrels that Reichlander blood flows through our veins. We face the trespassers deep in the blood pines. Keep your wits, lads, for there is more than Ulrich's dogs in there. My father had to send the Reichsguard in to purge these woods of forest goblin filth more than once during his reign. Yet that is not what we face today. No! Today we send the Elector Count of Middenland a message that it is the House of Franz that protects the borders of Reichland! Oh, oh, the House of Franz. Das könnte eigentlich ein Horrorfilm sein, oder? Alles klar. Und ja. Da sehen wir, wir stellen die Gegner so gesehen einen Hinterhalt. Er marschiert hier in Kolonnenformation, fröhlich die Straße entlang, nichts ahnend und fröhlich pfeifend mit der Artillerie hinten. Und wir können das jetzt natürlich ausnutzen. Und habt ihr gehört in Ansprache übrigens, die Gegner sind über die Reik marschiert. Die Reik ist der Fluss, der durchs Reichland fließt. Und daher hat das Reichland auch seinen Namen. Er gibt Sinn, nicht wahr? Haha. Okay, und was ich herausgefunden habe im Übrigen, als ich mit den Zwergen gespielt habe, allgemein was Fernkämpfer angeht, weil an sich mit den Zwergen lernt man viel über Fernkampf, weil es einfach, wenn man es richtig drauf anlegt, ist das so eine üble Fernkampffraktion. Und zwar, Armbrustschützen schießen in einem Bogen quasi. Was bedeutet, sie können auch schießen, wenn sich davor Truppen befinden. Schießen sie einfach drüber, in den meisten Fällen. Bei Musketenschützen ist es anders. Die schießen in einer sehr geraden Fluglinie. Was bedeutet, wenn sich vor ihnen Truppen befinden, schießen sie meistens nicht. Oder nur ganz selten und ein bisschen. Und das ist mir auch aufgefallen, was das Friendly Fire angeht, weil ich bin, was Friendly Fire betrifft, sehr geschädigt von den alten Total Wars mit Worm und Medieval. Da habe ich mir ja selbst so viele eigene Truppen über den Haufen geschossen. Hier geht's tatsächlich. Hier ist es wirklich so, dass die Truppen sehr vorsichtig schießen. Und selbst wenn eigene Truppen hier irgendwo sind, schießen sie nur auf Feinde, wo sie auch wirklich Feinde treffen. Also ich habe jetzt ganz, ganz selten Truppen durch Friendly Fire verloren. Und ja, wie wollen wir jetzt angreifen? Ich würde mal sagen, wir lassen die Armbrustschützen hier fröhlich... Obwohl... Schützen machen wir später. Ich würde mal sagen, wir gucken, dass wir jetzt so gut es geht auf den Gegner losstürmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Infanteriegruppen. Davon einmal Armbrustschützen. Da würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4... 5, 6. Und im Übrigen, ja, we are Sigmas Heirs. Also, Heirs. Erben. Und nein, da bin ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Ich muss wirklich zugeben, dass Heirs, also Heirs geschrieben, mir sogar eine unbekannte Vokabel war. Ich habe mit Erbe und Erbschaft eigentlich immer Heritage im Kopf gehabt. Und ja klar, Heirs ist quasi selbe Wortfamilie. Es Aber ich kannte es nicht, tatsächlich nicht. Deswegen ist es klar, man hört meistens das raus, was man raushören will. Aber ich habe mir jetzt echt nichts darunter vorstellen können, was sie gesagt haben. Wie gesagt, ich kannte tatsächlich es nicht. Ich wusste es nicht. Und vor allem, es hört sich verdammt ähnlich wie es an. Das spricht man sogar fast ähnlich aus.
Okay, die Infanteristen finden hinterher sein Gesetz. Da stürmen wir gleich mal drauf los, dann fröhlich. Die Armbrustschützen können wir im Prinzip da... Wir haben eh eine gute Reichweite, oder? Der Gegner hat ja übrigens Verstärkung, wie wir gesehen haben. Das heißt, wir müssen mit denen so schnell wie möglich fertig werden. Dann würde ich mal sagen, ballert ihr mal ordentlich rein von da hinten und werdet mir geschützt von Speerträgern. Am besten von allen Speerträgern, die wir haben. Ihr stellt euch davor. Und beschützt die ein bisschen. Und lasst hier niemanden durch an meine Armbrustschützen. Ihr könnt ja von hier wunderbar reinballern. Die Musketiere, Musketenschützen, schießen mal hier von der Seite. Besser gesagt von hinten. Ich glaube, von hinten ist nicht verkehrt. Oder würde ich von hier schießen? Wenn wir es clever anstellen. Ja, kommt, schießt von hier. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Schießt mal von hier ordentlich rein, wenn es gleich losgeht, zur Eröffnung. Karl Franz wird zusammen mit der Reichsgarde von hinten die Artillerie aufrollen. Und am besten so schnell es geht. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wisst ihr was, damit ich mir das gut merken kann, wer jetzt hier da ist? Naja, super. Jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Ihr seid mit Gruppe 1. Ihr seid die direkte Angriffsgruppe, die jetzt nur dafür da ist, auf den Gegner loszustürmen. Säbelrasselnd. Ihr seid meine Fernkampfschutzgruppe. Im Notfall seid ihr auch eine gute Reserve. Und Karl Franz zusammen mit der Kavallerie ist hier meine schnelle, ich hau mal hinten die Artillerie weg. Gruppe. Okay, ansonsten gruppiere ich jetzt gerade mal nichts spontan. Weil ich wurde auch gefragt, warum ich so selten Gruppen einsetze. Ich halte es selten für notwendig zu gruppieren. Weil es ist halt tatsächlich, wir steuern ja sowieso schon Gruppen und dann nochmal Gruppen zu gruppieren, das ist, geht irgendwie über meinen Horizont hinaus. Okay, pausieren wir gleich mal. Ich möchte nämlich gerne die ersten Befehle geben. Und zwar hier hinten rein. So schnell wie möglich die Artillerie weghauen, bevor sie uns gefährlich wird. Höllensturmraketen habt ihr schon. Können wir die nicht plündern und mitnehmen? Aber gut. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ich plane das lieber jetzt schon mal ein bisschen genauer durch. Einfach nur deswegen, weil ich auch in den Kommentaren gefragt wurde, ob ich nicht mal ein bisschen mehr von den Schlachten zeigen kann und näher an die Schlachten ranzoomen kann. Und ganz ehrlich, warum nicht? Dann bereite ich lieber im Vorhinein alles vor, dass es funktioniert, dass ich dann in der Schlacht relativ wenig befehlen muss. Ich Idiot, ich hätte euch eigentlich nutzen sollen, um einmal außenrum zu marschieren. Allgemein, marschiert ihr mir bitte da lang. Und ihr bleibt tatsächlich mal stehen. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das Ganze mal so aus der Gegnerperspektive an. Bleibt ruhig und schlägt im rechten Moment zu. Ich glaube, jetzt ist es zu spät. Ich glaube, der Gegner hat... Also wenn er es jetzt nicht begriffen hat, ist er selbst schuld. Ossa. Schön. Und unsere Schwertkämpfer sind jetzt auch angekommen. Aha. Wir kämpfen schon wieder im Wald. Ah, ihr geht gerade außen rum. Das ist wunderbar, weil ich möchte euch gerne von der Seite haben. Die Kavallerie, bitte. Weg und nochmal neu anstürmen. Mehr Schaden und so. Und da rein. Okay. Dann. Karl Franz hat seinen Spaß. Ihr holt euch mal die Armbrustschützen da. Bietet sich gerade an. Können einem glatt leid tun, oder? Ach, was, vergesst das. Macht sie blatt. So, ich würde mal sagen, die Front sieht sehr gut aus. Karl. Du machst ja auch mal einen Ambush. Und hier, ihr seht tatsächlich, die Armbrustschützen feuern so, dass hauptsächlich noch Gegner hier getroffen werden. Eigene Truppen weniger. Das heißt, es ist sogar ein bisschen nützlich, hier Fernkämpfer hinten zu haben noch. So. Jetzt haben wir mit dem Gegner gut aufgeräumt, bevor überhaupt die feindliche Verstärkung da ist. Die eigentlich wo kommt?
Das ist eine gute Frage. Wo kommt denn die? Ich meine, hier sind ein paar versprengte Speerträger. Karl, mach sie nieder! Ah, die lassen sich jetzt richtig von hinten überrumpeln. Das haben sie sich auch anders vorgestellt, glaube ich. Dann tut man versteckte Feinde aufgedeckt. Wo? Ja, gut. Ah, was, die kommen erst jetzt? Ach du lieber Gott, ich glaube, die kommen wirklich ein bisschen spät, die Verstärkungen. Die Abtrünnigen sollten... Wir sollten sie überall... Leute, ich hab schon und so. Ich lasse die gar nicht erst zum Treffpunkt kommen und so. Jetzt ist halt die Frage, welche Route die entlang marschieren. Wollten die so lang oder so? Vielleicht hätten wir woanders auch noch einen besseren Hinterhalt aufstellen können. Aber what souls. Oh, wir haben jemanden, der flieht. Kommissar. Ja, wir sehen, ich wohl einfach fertig, ey. Achtung, schnell aufstellen. Meine Reserve. Nochmal vorkommen. Und dann sehe ich alle meine Fernkämpfer. Alle meine Fernkämpfer. Hier stelle ich mal hier auf. Und da haben wir Pistoliere. Ja komm, die können wir gleich mal schön im Nahkampf verwickeln. Wisst ihr was? Wer auch immer da kommt, ich glaube, der geht jetzt wieder. Ja. Ach Mensch, wer bist denn du? Du bist ja auch noch da. Der Richter Weißmund. Habe ich total vergessen. Junge, Junge, Junge. Mein Plan ging halt bloß bis zum Hinterhalt. Jetzt muss ich sehr improvisieren. Und ich war noch nie so gut im Improvisionieren. Geht mal schnell hierher. Mit Speerkämpfern habe ich ja eine relativ gute Verteidigungsfähigkeit. Während die Schwertkämpfer bitte mal an die Flanken gehen. Und ihr ebenfalls. Geht mal da außen rum. Im Übrigen, was auch cool ist, wenn ich jetzt Shift gedrückt halte, ups, kann ich so Linien zeichnen, die sie laufen sollen. Das ist sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Ja, Leute, wo guckt denn ihr hin mit euren Heilebarden? So, schön hier außen rum, genau wie ihr. Ich glaube, wir sind weit genug außen rum. Wir sind schon fast zu weit ausgeschlagen. Dann kümmert ihr euch bitte mal um die ganzen versprengten Leute. Ups. Karl Franz jagt sie ganz alleine. Gott, hier ist ja schon fast niemand mehr. Gut, dann kreisen wir die aber so richtig ein. Also richtig. Hey, die wollen jetzt weglaufen. Karli, ich brauch dich mal eben hier unten beim Hans. Karl, ich brauch dich mal beim Hans. Oh Mann. Es fehlt bloß noch ein Kevin irgendwo. Das wird dann wahrscheinlich der irgendein Feuermarke sein. Kevin. Der stille Treppenentzünder. Ganz ehrlich, wir machen hier gar nicht großartig weiter Verluste, weil der ballert uns hier Schwertkämpfer weg ohne Ende. Darüber kümmert sich Karl und... Und mir ist aufgefallen, dass Fernkämpfer doch gar nicht mal so ineffizient gegen Anführer sind. Vor allem, wenn man in großer Masse auf die draufballert, gehen die ziemlich schnell runter. Genau, ihr könnt mal weiter hier die verfolgen. Passt schon. Ich muss bloß so weit kommen. Aber ganz ehrlich, ihr stellt euch mal hinter ihn hin und ballert einfach mal drauf. Richtig schön in dem Rücken. Alter Falter, der Typ muss doch gerade über eine Tonne wiegen, um so eine Wucht beim Aufprall zu haben. Jetzt will er abhauen, oder?
Verstärkung mehr. Ich möchte die doch nur abknallen. Ist das denn zu viel verlangt? Schießen die Armbrustschützen mit? Ich glaube, der kommt nicht weit. Ach, Karl, wie schön, dass du auch mal... Oh Gott, du bist ja... Kann dein Pferd nicht mehr? Oder habe ich dich tatsächlich nur auf Gehen geschaltet? Ach, das ist schon abgeknallt worden. Arme. Könnte man glatt Mitleid haben. Nein, bitte. Hat er sich doch selbst zuzuschreiben, der Junge. Hätte er nur brav weiterhin sein Karl-Franz-Müsli gegessen, wäre alles gut geworden. ...999 verbleibend. Mist. So, das heißt, ich muss jetzt einen Schnaps aufmachen, oder was? Wir haben Beute. Ja, begnadigen, hinrichten... Versklaven, komm, die Zeit ist ja nicht gegen uns. Ich würde sagen... Wir begnadigen sie. Geld und so. Bringt mir den Jäger. Wunderbar. Und jetzt haben wir einen Kampfzauberer bekommen. Der Heinz heißt. Ja, knapp am Kevin vorbei. Aber kann es vielleicht auch ein bisschen Ketchup machen. Behende Klinge haben wir noch bekommen. Kannst du auch Ketchup herbeizaubern? Fick dich. Oh Mann. Okay. Ja. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld zur Verfügung, was mir sehr, sehr zusagt. Trinkstube erweitern. Oh Gott, erst in 4 Runden. Was sagt die öffentliche Ordnung? Oh, sie geht gut voran. Das ist schön. Ah, die Korruption geht runter. Die Frisur hält. Helmgard. Haben wir hier schon Ställe aufgebaut? Hier haben wir noch keine Ställe. Dann würde ich tatsächlich in Helmgard den Stall machen. Ich wollte ja auch noch das Reichsfort machen, aber ich glaube, das mache ich in Altdorf, oder? Obwohl, in der Siedlung der Stufe 3 kriege ich das... Ja, aber machen wir mal hier die Stelle. Ich möchte jetzt bald endlich Kavallerie haben. Da kriegen wir erstmal nur Pistoliere, aber es ist ein Anfang. Später kriegen wir dann Ritter des Imperiums dazu. Die sind jetzt nicht so stark wie die Reichsgarde. Deswegen möchte ich... Also ich sage immer noch Reichsgarde dazu, weil die eigentlich so heißen und nicht Reichsgarde. Also die Ritter sind jetzt nicht so stark wie die Reichsgarde, aber... Grund genug, dass ich das Reichsfuhr so schnell wie möglich haben will. Viel lieber würde ich auf die Schützenreiter gehen. Das ist nämlich cool. Und Schützenreiter mit Granatwerfer, ja? Das haut auch rein. Also, ich habe selbst noch nicht gespielt, aber ich habe Videos von gesehen, wie die Aua machen. Von daher fangen wir mal mit dem Stall an. Okay. Oh Gott, hat das hingehauen. Hui. So. Mach mal schnell. Geh mal nach Altdorf. So, will ich mit dir irgendwas machen? Oh, die öffentliche Ordnung geht jetzt gut hoch. Was haben wir nochmal an Quests eigentlich? Wo habe ich denn das hier eingesehen? Ich muss immer an das Buch des Scrolls denken, das eigentlich immer unten war. Zielvorgaben. Ach nee, das ist was anderes. Oh. Ist ja schon echt weit gekommen, nicht wahr? Ich finde gerade echt nicht, wo wir die Quests haben. Diplomatie, Ämter, Schatzkammer, Technologie, Zielvorgaben. Ach, Missionen und Aufgaben da oben. Da haben wir gerade tatsächlich nichts. Haben wir nicht die Aufgabe bekommen, Altdorf in der öffentlichen Ordnung wiederherzustellen? Dachte ich eigentlich. Ich kann mal jetzt hier am Rande mal noch was erwähnen. Schnell. Zum Forschungsbaum, denn bei den Zwergen ist der viel, viel baumiger als hier. Hier ist es tatsächlich nur auf die Gebäude spezialisiert. Bei den Zwergen ist es tatsächlich ein Baum. Da hat man so einen Kampfbaum und quasi so einen Kampagnenkartenbaum. Und da kann man sich dann richtig weit verzweigen und spezialisieren, entweder jetzt auf gewisse Nahkämpfer, Fernkämpfer oder eben auf Wirtschaft oder sonstige Sachen. Oder Diplomatie und solche Späße. Das finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Aber ja, mit dieser Technologie kann man auch zufrieden sein. Wir haben immer noch mehr als die Orks. Die Orks haben noch weniger zu erforschen. Bei denen ist einfach Hirn aus und drüber rennen.
Was noch ein Grund mehr ist, dass wir, glaube ich, echt die Orks spielen müssen, wenn wir mit dem Imperium durch sind. Egal, wie es ausgeht. Okay, beenden wir mal die Runde und geben Karl Franz einen Fertigkeitspunkt, den wir vergessen haben. Was wollen wir dir machen? Wollen wir dir irgendwas geben? Nee, komm, wir lassen ihn weiter draufhauen. Imperialer Pegasus. Imperialer Pangasius. Bitte? Funktioniert nur in Flüssen und Seen. Ja, mach mal schwer zu treffen. Ich möchte, dass er eine Kampfmaschine wird. Dass wir wirklich an vorderster Front stehen. Und die Schlachten alleine wenden können. Ich bin echt am Überlegen, ob ich die Speerträger rausnehme. Und zumindest durch Speerträger mit Schilden ersetze. Mal gucken. Aber alles klar. Können wir jetzt eben mal schnell noch was bauen? Oh Gott, haben wir wenig Geld. Wir sind noch gar nicht in der nächsten Runde, ich Depp. I am Karl Franz. Many call me Emperor. Das finde ich halt auch irgendwie cool, muss ich sagen. Wir hatten doch noch keinen militärischen Zugang. Wollt ihr mich jetzt langsam verarschen, oder was? Ah, aber gut. Das ist auch cool, es ist mir aufgefallen. Wenn Leute mich tatsächlich ansprechen, geben wir tatsächlich auch selbst Sprüche zu denen. Und je nachdem, wie unsere Beziehungen zu denen sind, gut oder schlecht. Das ist auch ganz lustig. Wie Magnus der Fromme uns lehrt, ist ein vereintes Imperium stärker als eins, das grollend und aus, was auch zerrissen wird. Schon allein, weil du mir Geld gibst, nehme ich an. Greetings, fellow heirs of Sigma. Ja, ihr wollt ebenfalls, ihr gebt mir leider kein Geld, aber ist in Ordnung. Piraterie. Ah. 25% Handelseinkommen verloren. Ja, super. Dankeschön. Ich bin entzückt. Aufs Äußerste. Ja, an sich können wir jetzt relativ wenig tun. Wisst ihr was? Ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen abrüsten. Einfach, damit wir mehr Geld bekommen. Es gibt... Wir brauchen nicht so viele Schwertkämpfe. Zum einen. Dann nehmen wir mal ein paar Unerfahrene weg. 1, 2, 3, 5 Trupps Schwertkämpfe dürften reichen für normal. Und wir nehmen diese zwei Speerträger ohne Schilde weg. Die würde ich vielleicht gern früher oder später zu welchen mit Schilden ersetzen. Obwohl ich ja wirklich sagen muss, dass einmal Speerträger mit Schilden und die Hellebardiere eigentlich reichen müssten, was Speerinfanterie angeht. Zumindest noch. Jetzt im Early Game schon. Später, sobald es mehr größere Einheiten und Kavallerie gibt, brauchen wir mehr von denen. Und vor allem selbst viel mehr Kavallerie. Aber ich glaube, damit bin ich jetzt erstmal ein bisschen zufriedener. Haben wir immer noch halbwegs anständig was an Truppen da, aber nicht so übertrieben viel, was wir auch nicht brauchen. Unseren Kampfzauberer im Übrigen, das kann ich jetzt auch mal noch sagen. Er ist ein Himmelszauberer, es gibt verschiedene. Es gibt Feuerzauberer, Himmelszauberer und ich glaube noch eine dritte Art, die mir gerade entfällt. Werden wir doch mal... Wollen wir mal gucken? Es war doch, glaube ich, im Gebäudebohrer, oder? Himmelszauberer, Feuermagier und Lichtmagier. Oh. Okay, auf jeden Fall haben die Imperialen sehr, sehr viele Helden und Agenten. Und wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Helden sind anders als Kommandanten. Helden können keine Armeen anführen. Aber man kann Helden Armeen hinzufügen, den Kommandanten. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man behandelt sie tatsächlich so wie die ganzen Agenten in den anderen Total War-Titeln, dass die einfach über die Karte marschieren und Anschläge verüben, beispielsweise Gebäude angreifen oder irgendwelche Feinde meucheln. Oder aber man schickt sie zu den Armeen mit und sie kämpfen in den Schlachten mit. Und je nachdem, worauf der Held gerade spezialisiert ist, ist er effektiver oder mehr oder weniger effektiv. Worauf können wir dich beispielsweise skillen? Ja, dich können wir nur auf Kampf skillen quasi. Und, also auf Magie, sagen wir es mal so. Also auf Vorteile in der Schlacht. Oder aber auf Sachen in der Kampagnenkarte. Was kriegt man denn mit dir? Baukosten, Reduktion von Chaos, Zugriff, alle Gebäude, Sepp,
8% mehr Chance, das Ziel zu töten. Attentate. Das wird auch sehr, sehr wichtig, dass wir das erhöhen. Aber ich würde das dann doch lieber Hexenjäger machen lassen. Fähigkeit von Sepp, Ratgeber, Heldenverteidigung, mehr Chance. Auch nicht schlecht. Da bin ich auch im Überlegen. Nee, komm, wir setzen die Magiere tatsächlich als Kämpfer ein. Dafür werde ich aber die Hexenjäger hauptsächlich als Attentäter einsetzen. Okay, alles klar. Aber gut, derzeit können wir noch nichts machen. Aber ja, deswegen fügen wir ihm Karl Franz hinzu. Und dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Können wir eigentlich noch? Nee, wir haben niemanden sonst. Brauchen auch derzeit noch niemanden. Sobald wir... Ich mache es allgemein so, das hat bei den Zwergen ziemlich gut funktioniert. Und ich glaube, ich werde zur Hand haben, dass ich pro Provinz einen Kommandanten abstelle quasi. Der so quasi mein Provinzverwalter ist. Und der dementsprechend auch dann die Vorteile mitbringt, die wir dann ihm dann mitskillen. Und ich werde auch alle meine Kommandanten höchstwahrscheinlich auf diesen unteren Baum skillen und öffentliche Ordnung verbessern und so Korruption verringern. Ah, das ist vor allem im späteren Spiel sehr, sehr wichtig. Und ja, und dann eben noch ein paar, also sowohl unseren Karl Franz als auch noch ein, zwei Kommandanten, die dann für Offensiven zuständig sind. So ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Und dann bedanke ich mich an der Stelle wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye.